Der Schriftsteller Gerhard Zwerens bringt das Problem heute beim heißen Stuhl auf den Punkt. Er sagt, zu viele Deutsche sind wieder Nazis. Und er verteidigt diese Meinung gegen fünf Gegner. Sie sollten dabei sein. Wegsehen oder schweigen gilt nicht. Explosiv der heiße Stuhl. In wenigen Minuten geht's los. Bleiben Sie dran. Ich zähle auf Sie. Deutschland auf dem Weg nach rechts außen. Kein Tag ohne Gewalt gegen Fremde, keine Nacht ohne Angriffe auf Asylheime. Molotow-Cocktails, Schlagringe, Tritte mit schweren Stiefeln. Deutschland den Deutschen rufen sie, Ausländer raus. Deutschland auf dem Weg nach rechts außen. Immer weniger Menschen glauben, dass die alten Parteien unsere Probleme lösen können. Handeln die Politiker nicht entschlossen genug? Ist der braune Spuk zu stoppen? Dieser Mann sagt, zu viele Deutsche sind schon wieder Nazis. Gerhard Zwerens, Schriftsteller, verteidigt seine Meinung auf dem heißen Stuhl gegen fünf Gegner. Gegen Heinrich Lummer, Bundestagsabgeordneter. Die Deutschen, die vom Versagen der Politiker die Nase voll haben, sind noch lange keine Nazis. Gegen Dieter Stein, Chefredakteur. In Deutschland wird gegen das eigene Volk regiert. Gegen Jörg Ganschow, Bundestagsabgeordneter. Die Ächtung von nationalem Stolz führt zu Nationalismus. Gegen Professor Dr. Werner Link, Politologe. Neonazis sind eine kleine, in sich zersplitterte Randgruppe ohne politischen Einfluss. Die Deutschen lehnen mit großer Mehrheit Neonazismus und Ausländerhass entschieden ab. Gegen Helmut Karasek, Spiegelautor. Die Methode, Rechtsradikale mit Belehrungen über die deutsche Geschichte zu bekämpfen, hat gründlich versagt. Nationalismus ist ein gesamteuropäisches Phänomen, das in Deutschland aufgrund unserer Geschichte besonders intensiv wahrgenommen wird. Gegen Sie alle tritt jetzt an Gerhard Zwerens. Ist er 67 Jahre alt, Autor mit einer Gesamtauflage von etwa 3 Millionen Exemplaren. Herr Zwerens, wenn Sie mal die letzten 48 Stunden hier Revue passieren lassen, wie viele... Meine Herren, ich darf Sie doch bitten, wir dürfen hier ein bisschen diskutieren, wenn Sie gestatten, ja? Schönen Dank. Wenn Sie die letzten 48 Stunden Ihre Revue passieren lassen, wie viele Nazis sind Ihnen da begegnet? Ja, der Nazi. Da ich mich 2 Tage lang, Tag und Nacht, zu Hause in meinem Haus im Taunus aufgehalten habe, sind die ersten Nazis, denen ich jetzt begegne, diejenigen, die jetzt hier so gebrüllt haben, weil sie Diskussionen verhindern wollen. Sagen Sie uns noch, woran man die erkennt? An der Glatze, am Baseballschläger oder ist es mehr der Oberlippenbart und der Schäferhund? Ich würde darauf verzichten, mit Äußerlichkeiten zu argumentieren. Ich glaube, es kommt darauf an, wie sich jemand benimmt. Und wenn sich jemand... Und wenn sich jemand in diesem Lande so benimmt, wie sein Führer sich einmal benommen hat, dann sind das Nazis! Meine Herren, ich darf Sie bitten, Sie sind noch dran im Laufe der Sendung. Jetzt ist erstmal Herr Zwerens dran. Herr Zwerens, geben Sie, ich darf Sie bitten, ja? Meine Herren, ich muss Sie sonst, es geht so nicht. Sie dürfen hier nicht die Sendung stören. Ich möchte Sie gern nachher noch beteiligen, aber bitte nachher. Herr Zwerens, tun Sie mir einen Gefallen, geben Sie uns eine Ahnung von der Gefahr. Wie viele sind es denn? Ich muss Ihnen sagen, Herr Kracht, in diesem Lande, mit dieser Vergangenheit, mit 2 Kriegen, mit Auschwitz im Gepäck, ist schon ein einzelner Nazi einer zu viel. Gut, ich denke, da wird Ihnen jeder zustimmen. Fragen wir mal Herrn Stein. Herr Stein, Sie sprechen ja so schön vom Volk, ne? Sie sprechen also vom Volk, was falsch regiert wird. Würden Sie sagen, dass Sachbeschädigung, Brandstiftung und Körperverletzung Formen des Protestes sind, die sich ein demokratisches Volk ruhig leisten sollte? Na, ich glaube, ich möchte gerade noch kurz darauf eingehen, hier auf den Eingang der Sendung. Ich glaube, das gehört so zu dem Spiel der Sendung dazu, dass man sich dass die Leute auch vorher ein bisschen heiß gemacht werden. Aber, ich habe Sie doch jetzt einfach nur was gefragt, nicht heiß gemacht. Also ich weiß, aber ich glaube, die Frage der Krawalle sind eine Frage des Strafrechts. Und ich glaube, in der ehemaligen DDR erlebt man generell im Moment einen totalen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Und es ist eine Frage der Polizei, bin ich der Meinung. Sprechen Sie sich denn auch gegen solche Krawalle aus in Ihrem Medium? Also Junge Freiheit heißt das, es ist ein, wie Sie sagen, konservatives Medium. Das ist ein konservatives Medium. Was heißt das? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, also wenn Sie fragen hier, wie wir uns dazu stellen, also für uns ist im Gegensatz beispielsweise zur linksalternativen Taz die Gewaltfrage kein Problem. Für uns ist ja, hat der Staat das Gewaltmonopol und insofern sind auch diese Krawalle, die natürlich tatsächlich beschämend sind, eine Frage der staatlichen Gewalt. Und wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, ja, Sie rutschen immer in die Krawalle da, Herr Stein. Ja. Also ich meine, bleiben wir mal bei Ihrem Medium. Also ich habe ja da mal reingeguckt und dann gibt es hier so Texte wie Ausländerkriminalität ist mentalitätsbedingt, wir müssen unsere nationale Identität vor der Mischgesellschaft bewahren. Das ist eine relativ deutliche Richtung, oder? Ich würde auch im Übrigen Herrn Karasek völlig recht geben, was er sagt. Ja, aber also bleiben wir mal bei Ihrem Ding. Herr Lummer, so einer Zeitung haben Sie zum 5-jährigen Jubiläum gratuliert. Na, das stimmt. Ja, na, warum denn nicht? Ich habe auch der Taz gratuliert. Sie gratulieren grundsätzlich jedem. Nein. Aber jedenfalls bringe ich sicherlich einige Toleranz auf die Waage. Und ich würde nicht sagen, wie jetzt wäre es, jeder, der irgendwo eine Rede stört, ist ein Nazi. Das kann auch ein Kommunist sein, der stört. Es gibt zu viele Kommunisten, gibt es auch noch in Deutschland. Jetzt wäre es nicht, Herr Lummer, die auch haben zu viele Idioten gefressen. Gibt's in Deutschland. Sie haben doch schon jahrzehntelang alle Kommunisten gefressen. Da ist doch gar keiner mehr übrig geblieben. Aber ich bitte Sie, ich will nur sagen, diese Behauptung, es gibt zu viele Nazis, ist eine schlechte Behauptung, die trifft den Sachverhalt über. Und es könnte ja sein, es gibt gerade genug Nazis oder es gibt zu wenig Nazis. Na gut. Jeder ist zu viel, ist ja vollkommen richtig. Aber auch jeder Kommunist ist zu viel für mich. Herr Lummer, ich wundere... Herr Lummer, ich wundere mich sehr, dass Sie also etwas dagegen haben, gegen einen solchen unschuldigen Satz, dass es zu viele Nazis in Deutschland gibt. Da wundere ich mich sehr. Ich habe gedacht, das ist ein solcher Satz, der so selbstverständlich ist. Da braucht man ja nur sich ein bisschen umzusehen in den Medien. Da weiß man sofort Bescheid. Ich habe schon gedacht, ich finde überhaupt keine Gegenredner heute. Nicht? Als ich dann gehört habe, Sie kommen, da habe ich gewusst, na, einer ist ja wenigstens da. Nicht wahr? Herr Lummer, aber, Sie müssen uns jetzt noch ein bisschen deutlicher machen. Also wenn Sie sagen, Nazis sind es nicht, aber dann war es aber schon der hässliche Deutsche, der dann Rostock da geklatscht hat, als die Mollis flogen, oder? Entschuldigung, das ist ja ein Teil der Problematik, dass eine bestimmte Gruppe in Deutschland sofort sagt, das sind alles Nazis. Im Ausland machen sie es mit besonderem Vergnügen und sagen aufgrund unserer Vergangenheit, wenn da irgendein Stein fliegt, ist ein Nazi. Nein, das ist es nicht. Es ist eine böse Geschichte, dass das passiert. Aber ein Teil dieser jungen Leute, die wissen überhaupt nicht, was Narzissmus ist. Und die haben auch erlebt, das ist ein Teil unserer Gesellschaft, male ich ein Hakenkreuz an die Wand, ja, erreiche ich den höchsten Provokationsgrad. Das ist das leichteste Ding, etwas hochzuschaukeln, Hitler groß, Nazi, Hakenkreuz aus. Und das geht nicht. Ist das die typische Lummersche Abwehr? Nein, ich muss zu meinem Erstaunen dem Herrn Lummer darin recht geben. Selbstverständlich ist, nachdem es eine Linke in diesem Lande nicht mehr gibt, das haben wir schon mal gehabt, von 1933 bis 1945, ist selbstverständlich die Möglichkeit der Provokation beschränkt. Das heißt, wer provozieren will, er braucht gar kein Nazi zu sein. Wer provozieren will, kann praktisch nur rechts provozieren. Und das muss man einfach sehen und das akzeptieren wir natürlich. Dies ist nicht die Gefahr, das ist höchstens die Gefahr der Nachäfferei. Und die soll man auch nicht gering schätzen. Was es in diesem Lande gibt, ist echtes Narzissmus, ist echter Narzissmus. Es hat ihn nach 1945 stets gegeben. Ich will Ihnen was sagen, meine Frau hat vor 20 Jahren ein Buch herausgebracht. Anonyme, dieses Buch gibt es nicht. Briefe an Prominente. Alle diese Hetzbriefe, die Prominente bekommen haben, sind völlig anonym gekommen. Seit einigen Jahren sind diese Hetzer, die solche Mordbriefe schreiben, nicht mehr anonym. Sie geben ihre Adressen an. Ich darf Sie bitten, reden Sie bitte nicht ständig hier dazwischen, sonst fliegen Sie raus. Das heißt, danke. Erzählen. Herr Zwerins, es hat sich sicherlich einiges getan in der letzten Zeit. Ich meine, das wird ja auch deutlich, also, dass ein Liberaler von Nationalstolz redet, das wundert mich ein bisschen. Herr Genscher, sind Sie stolz, ein Deutscher zu sein? Ja, das ist nur das Problem. Ein Franzose darf sagen, dass er stolz ist, ein Franzose zu sein. Ein Amerikaner kann das sogar noch runtergliedern und sagen, er ist stolz, ein Kalifornier oder ein Texaner zu sein. Und alle finden das ganz normal. Alle finden den 14. Juli in Frankreich normal, den 4. Juli in den USA normal. Und jetzt passiert Folgendes, dass gesagt wird, einer, der sagt, er ist stolz, Deutscher zu sein, der ist auf einmal der Nazi. Und dann sind schon wieder Leute dabei, den 3. Juli, also das erste Mal, dass ein Nationalfeiertag für Deutschland da ist, den nur schon wieder abzusägen. Und das sind Dinge, wo ich sage, aus einem echten von Nationalstolz, daraus entwickelt sich ein überspitzter Nationalismus. Wenn also Leute schon
durch die Gegend laufen und über, ich sag jetzt mal, Autokorsos, über den Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft schon wieder den Narzissmus herandüstern sehen, dann sage ich einfach, diese überspitzten Dinge, die führen genau zu dieser Gegenreaktion. Stimmt das, Herr Zwerens? Fängt es da schon an? Beim Deutschland-Deutschland-Rufen im Fußballstadion? Das sind Spiele und vielleicht ist es ganz angenehm, wenn sich da immer mehr Leute gegenseitig überbrüllen. Und vielleicht sollen sie sich auch prügeln. Da werden Aggressionen abreagiert. Also das würde ich etwas so wie Sie sehen. Aber, wieso kann ich stolz sein auf etwas, was ich gar nicht geschaffen habe? Sie haben sich doch nicht selbst geschaffen. Sie hätten geboren werden können, genauso in Afrika, da wären Sie ein Schwarzer. Da würden Sie jetzt gegen den Schwarzen sagen, raus du Schwarzer, nicht wahr? Also wieso kann man stolz sein, wie Kosovo kann man stolz sein auf etwas, das man gar nicht geleistet hat? Wenn Sie etwas geleistet haben, können Sie stolz drauf sein. Ich würde nicht sagen, stolz sein. Sie wollen jetzt also jedem Menschen... Meine Herren, wir diskutieren trotz Ihrer wunderbaren T-Shirts immer noch hier. Ich darf Sie noch mal drum bitten, ja? Herzlichen Dank. Bitte, Herr Ganschel. Das mag sehr pathetisch klingen, aber Sie wollen jetzt also jedem Heimatliebe und Nationalstolz wieder austreiben. Ach, Herr Ganschel, wissen Sie, Sie kommen doch aus der ehemaligen DDR. Sie auch. Ich bin vor 33 Jahren im Widerstand in der DDR gewesen. Ich bin im Widerstand gegen die DDR gewesen. Meine Freunde mussten alle über Bautzen gehen. Ich bin der Einzige, der überhaupt entkommen ist. Und ich habe 30 Jahre lang dieses System bekämpft. Herr Lummer, Sie wissen das immerhin. Gut. Nur ich bekämpfe es nicht als Faschist, sondern ich bekämpfe es als ein Ex-Kommunist, der weiß, dass dieser Kommunismus zum Untergang verurteilt ist, weil er falsch war, weil er diktatorisch war. So bin ich gegen alle Diktaturen, auch gegen die rechten Diktaturen. Gut, Herr Zwerens, jetzt fragen wir mal, Herr Lummer, ganz kurz noch unseren Politologen hier. Müssen wir. Herr Zwerens, also bei Ihrer These habe ich so das Gefühl, Sie haben in der letzten Zeit nicht viel Zeitung gelesen. Jetzt rumst jede Nacht, überall werden Ausländer überfallen, werden Fremde mies angemacht und Sie sagen, das ist alles so eine kleine Splittergruppe, alles nicht so schlimm. Also ja, man muss die Realität sehen. Man muss sehen, dass das in der Tat nur eine kleine Gruppe ist, beziehungsweise kleine Gruppen, die hier diese Taten vollbringen. Das ist ein harter Kern von 2.000, 3.000 Leuten, die in den eigentlichen neonazistischen Organisationen tätig sind. Und dass diese Gewalttaten großes Aufsehen erregen, gerade auch durch Medien vermittelt, das ist selbstverständlich. Aber man muss das nicht erst aufbauschen zu einem Phänomen, das gewissermaßen repräsentativ sei für unsere Kultur, für unsere politische Kultur. Man darf es nicht verharmlosen, man muss mit aller... Also, sowohl als auch, ja, man also muss richtig mit schön, aller, man weiß gar nichts. Mit aller staatlichen Macht dagegen vorgehen. Aber man muss sich davor hüten, dass man diese kleine Gruppe als repräsentativ ansieht für das deutsche Volk oder für einflussreiche politische Parteien oder Bewegungen. Im deutschen Volk haben sie keine Resonanz. Das ist nämlich bezeichnend. Stimmt das, Herr Zwerens? Also nun frage ich mich, was das für Erwachsene gewesen sind in Rostock, die also da nun Beifall geklatscht haben bei diesen Unruhen, die Steine geliefert haben, die deutlichere Sympathie gezeigt haben. Was sind das nun für welche gewesen? Waren mit die Sicherheit sind da massenhaft SED-Genossen dabei gewesen von aber damals. Ja. Aber ja, klar. Aber sicher. Bitte Sie. Schöner Gegenpunkt, Herr Lummer. Es geht doch bloß darum, nicht zu sagen, wer in einen Stein schmeißt, ist er nicht gleich ein Nazi. Das kann ein böser Mensch sein, ein Krawallmacher, ein Terrorist, alles Mögliche. Das aber er muss nicht automatisch ein Nazi sein. Es gibt so eine Bemühung gegenwärtig, ich sage, im Ausland ist sie besonders gravierend vorhanden, wenn in Deutschland derartiges passiert, sofort das Schreckgespenst des Nationalsozialismus. Und das wundert Sie, Herr Lummer. Gott, das wundert mich nicht, aber es ist falsch. Meine Herren, bleibt aber falsch. Meine Herren, wir fragen jetzt mal unsere Zuschauer. Sie sind an der Reihe. Bevor wir hier im Studio weitermachen, stimmen Sie bitte mit ab. Was glauben Sie, sind zu viele Deutsche wieder Nazis? Wenn Sie dieser Überzeugung sind, dann wählen Sie bitte die Telefonnummer 0137 00 51. Wenn Sie nicht dieser Meinung sind, dann wählen Sie bitte die Nummer 0137 00 52. Ihre Stimmen werden wie immer automatisch gezählt. Das Ergebnis erfahren Sie in wenigen Minuten. Bis gleich. Rettet unsere Rasse. Haben Sie Probleme mit Ausländern? Ja. Also müssen ja irgendwas. Ich habe Probleme mit Ausländern. Welche denn? Das ist ja wohl mehr oder weniger klar. Ja, anscheinend jeder. Nicht. Also uns nicht. Erzählen Sie es mal. Danke, das macht mich noch stärker.
dass ich hier in Deutschland. Danke. Dass ich hier in. Mit der Faust reden. Danke. Dass ich hier in Deutschland Straßenbanden formieren wie Schwarze Panther und so. Ich meine, das wird wohl genug zu sagen sein. Udo Lindenberg. Was ist denn mit Ihren Texten? Blut und Ehre rettet unsere Rasse. Bitte, Sie. Also ich bin der Manager von der Band Störkraft. Und Sie können besser reden darüber. Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Band Störkraft das umsetzt. Ich glaube, viel nationaler sind zum Beispiel Texte von Gruppen, die Volksmusik machen. Und ich glaube, wir setzen heutzutage das um, was die Jugendlichen denken. Nämlich, dass es zu viele Straßenbanden gibt von Ausländern. Dass es, die Kriminalstatistik zeigt ja auch ganz klar, was Sache ist. Nämlich, die Ausländer sind im, zum Beispiel im Drogenhandel absolut die führende Macht. Die verseuchen hier die deutschen Jugendlichen permanent mit Drogen und mit anderen Sachen. Mit Drogen und mit anderen Sachen. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel mit unserer Musik und mit unseren Texten dahingehend jetzt was machen, dass wir eben nicht mehr die Leute sind, die einem Adolf Hitler nachrennen oder sonst irgendwas, sondern eine neue Generation, die mit neuen Mitteln, auch mit neuen Mitteln jetzt im Kulturbereich versucht, Leute zu überzeugen. Für uns, nämlich für Störkraft. Herr Zwerenz, sehen so die Vorboten des Grauens aus? Was sagen Sie zu sowas hier? Ich glaube, dass bei diesen jungen Herren ihre Lehrer die falsche Pädagogik angewandt haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, der mit Sprache umgeht und dann noch stolz darauf ist, Deutscher zu sein, wenigstens eine entfernte Ahnung von deutscher Sprache und Literatur haben sollte und nicht einen solchen Scheißdreck schreiben. Das ist doch Scheißdreck, was ihr da dichtet. Das ist doch ranziger Narzissmus. Ihr braucht gar keinen Hitler. Ihr seid ja selber kleine Hitlers. Herr Karasek, Sie gehen ja mit der deutschen Sprache um. Sie gehen mit der deutschen Sprache um. Von dem Herrn. Lassen Sie ihn doch mal antworten. Das haben wir nun alles wieder gar nicht erzählt. Möchten Sie darauf noch mal eingehen? Sie alter Nazi da oben. Sie sind doch ein richtiger alter Nazi. Ihnen sieht man das doch schon an. Ihnen kommt doch das Braunhemd aus den Ohren heraus. Okay. Herr Zwerenz. Klar Moment. Wen wollen Sie denn jetzt zuerst haben, Herr Zwerenz? Die Herren von Störkraft oder den Nazi da oben? Wen hätten Sie denn gern zuerst? Ich würde gern eine Sendung oder eine Veranstaltung machen, wo wir in völliger Ruhe über Ihre Texte sprechen könnten. Das würde ich gern tun. Ich bin jederzeit bereit, dies zu tun. Gut, machen wir nach der Sendung. Jetzt, okay. Ja, jetzt wissen wir, dass es Sie gibt und jetzt nach der Sendung machen wir das. Alles in Ordnung. Jetzt, Herr Lummer. Es ist ja wirklich, wie Sie schon gesagt haben, Scheißdreck, wenn einer dazwischen ruft, wenn Sie reden. Habe ich Verständnis für. Aber Sie können doch nicht sagen, dass das ein Nazi ist. Das ist ein Vorurteil, was wir haben. So geht das einfach nicht. Und Sie können auch nicht sagen, wenn jemand stolz ist auf sein Land, vielleicht auf seine Literaten, die es früher mal gegeben hat. Die jüngsten Zeit, die waren ja alle hier ein bisschen weggetreten, weil sie den Kommunismus falsch eingeschätzt haben. Aber ich kann auch stolz sein auf das, was mein Sohn geleistet hat oder mein Vater. Warum darf ich da nicht stolz sein? Ich sage, kein Mensch kann ohne Stolz leben. Und eine gewisse... Was Sie geleistet haben, konnte ich leider noch nie stolz sein. Müssen Sie sein. Zustimmung hier. Jetzt wollen wir es noch mal hören. Warum denn nicht? Was ist denn mit Herrn Lummer so falsch? Ja, das brauchen wir. Der hat... Herr Lummer hat sich immer, um Wähler zu gewinnen, in Berlin bei rechten Gruppen auf eine unerträgliche Weise angebiedert und lieb Kind gemacht. Nachher wollte das immer nicht gewesen sein. Er hat diese Gruppe... Ich stehe zu jedem, was ich getan habe. Und ich sage, eine Volkspartei muss den Versuch machen, die Wähler zu gewinnen. Was soll ich denn sonst machen? Jetzt will ich weiter sagen, einen Text wie diese vier Zeilen, wer in diesem Text nicht erkennt, dass das der plumpste Nationalsozialismus ist, der muss die Ohren voller Watte haben. Das kann keiner behaupten. Da war nicht das Thema jetzt hier gewesen. Gut, ich möchte weiter sagen, in dieser Atmosphäre
zu diskutieren ist deshalb schwer, weil man auf diese Argumentationsniveau dieser Leute herabgezogen wird. Ich war vorher geneigt, Herrn Zwerenz nicht recht zu geben. Angesichts dieses Klimas hier denke ich, dass Herr Zwerenz mit jedem seiner Sätze recht hat. Herr Lummer, Sie haben mich unterbrochen. Ich will Ihnen jetzt antworten. Ihr, nicht alle Deutschen. Herr Kasek, Herr Kasek. Gott sei Dank seid ihr nicht alle Deutschen. Also ich finde es ganz irre, dass Sie sich hier so einsetzen, aber nun lassen wir doch mal bitte die Herren hier auf dem Panel, Sie kommen gleich dran. Aber ich wollte mal ganz sagen, Moment. Also Herr Zwerenz hat recht, jeder Nazi ist einer zu viel. Zweitens muss man sagen, das deutsche Verhalten unterscheidet sich nicht von dem Verhalten in anderen europäischen Ländern. Das hat soziologische, soziale Gründe, Gründe der Umwälzung. Was in Rostock passiert ist, passiert in Russland ähnlich auch. Es gibt einen starken Antisemitismus. Ich denke, wir mussten in der Bundesrepublik so lange keine Angst haben, weil im Unterschied zur Nazizeit gab es inzwischen eine resistente Mittelschicht, die in 40 Jahren gelernt hat, diesen Quatsch zu widerstehen und das für eine Randerscheinung zu betrachten. Aber es wird jetzt etwas gefährlicher, weil es in den neuen Bundesländern Leute gibt, die sozial schwierige Verhältnisse haben, die Verstörung psychologischer Natur haben. Und da, ich bin kein Umerzieher, obwohl Sie sollte man erziehen. Herr Kasek, gut. Okay. Jetzt lassen Sie, meine Herren, bitte, Herr Zwerenz, ist da was dran? Können wir das sagen? Sozialneid und das macht einen zu Nazis. Ist das so einfach? Also zweifellos ist das Ressentiment eine Ursache für Nationalismus und war es für eine Ursache für das Dritte Reich. Und ist es jetzt auch eine Ursache für die neuen Erscheinungen, die uns überraschen? Mich überraschen sie nicht. Ich habe seit vielen Jahren vor diesen Erscheinungen gewarnt. Ich muss allerdings selbst sagen, oft kam ich mir selbst ein wenig nervös übertrieben vor, weil ich mir auch sagte, wie Herr Karasek, wir haben doch in der Zwischenzeit eine breite Mittelschicht, wir haben eine demokratische Jugend, die nachgewachsen ist. Alles dies sind jetzt Bagatellisierungen, Herr Karasek. Es ist kein Verlass mehr auf die Liberalität und auf die Mittelschichten. Was sich hier tut, ist eine Rechtsverschiebung. Der Herr Lummer war lange Zeit ein Rechtsaußen, eine Art Westentaschen-Franz Josef in West-Berlin. In der Zwischenzeit ist er keine Ausnahmeerscheinung mehr. Er muss aufpassen, dass er nicht rechts überholt wird. Da gibt er sich hier alle Mühe. Okay, nein, Herr Karasek, lassen Sie uns ganz kurz bei Ihrem Argument bleiben, wenn Sie gestatten. Der Herr Ganschow, der kommt ja doch aus den neuen Ländern. Eisenhüttenstadt, da ist es auch mit Arbeitslosigkeit und so ein ziemliches Problem. Stimmt das, was Herr Karasek sagt? Soziale Probleme führen dazu, dass Nazis wachsen. Also ich halte diese These für sehr gewagt. Aus dem einfachen Grunde, das macht sich jetzt so schön einfach, in Brandenburg kann sich die Sozialministerin hinstellen und sagen, das ist alles nur, weil die in Bonn schlafen. Das macht sich sehr schön einfach. Die Ursachen liegen doch ganz woanders. Ich meine, und da sollte auch Herr Zwerenz drüber nachdenken. Was hat denn die SED mit der Jugend veranstaltet? Keiner konnte rausreisen. Keiner hatte die Möglichkeit, irgendwo mit anderen Leuten überhaupt mal in Kontakt zu kommen. Es wurde immer nur gesagt, die DDR hat den Faschismus also völlig aufgearbeitet, sowas passiert nicht. Wenn man sich dann aber andererseits wieder ansieht, in solchen Satellitenstädten wie Eisenhüttenstadt, wie Schwedt, wie Eberswalde, gibt es Extremisten beider Sorten schon ewig. Also und das ist also eine Sache, wo auch heute nämlich die ganzen Leute sich hinstellen und sagen, seitdem die Mauer weg ist, haben wir hier den Faschismus. Das ist völliger Quatsch, das war vorher genauso und zwar nicht den Faschismus an sich, sondern das geht, ich sage, der Extremismus, links wie rechts. Der Extremismus links wie rechts, der ist auf jeden Fall vorhanden. Herr Zwerenz, können Sie ihm das abnehmen? Also wissen Sie, gegen den Extremismus links haben wir ja nun gekämpft und Sie haben sie ja selbst befreit. Nicht wahr? Sie kommen ja aus der DDR. Wobei ich mich frage, was Sie geritten hat, welcher Teufel, dass Sie sich darauf eingelassen haben, 4 Jahre bei der Volksarmee Fallschirmjäger zu spielen. Das ist falsch. Das wundert mich nun. Nein, das ist falsch. Ich war auch so etwas. Ich war 3 Jahre Fallschirmjäger. 3 Jahre Fallschirmjäger. Gut. Meine Herren,
wenn Sie gestatten. Wir hatten gefragt, ob unsere Zuschauer der Meinung sind, dass zu viele Deutsches wieder Nazis sind. Wir haben das Ergebnis. 34% meinen, das stimmt nicht. 66% meinen, es stimmt. Es gibt zu viele Nazis in Deutschland. Herr Stein, was meinen Sie denn nun? Ist das irgendwie so eine Sache mit Sozialneid oder ist das was, was den Deutschen im Blut liegt? Wird das vererbt? Ja, ich glaube also mit diesem im Blut, auf das wollen auch Leute wie Herr Zwerenz immer wieder hinaus. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass es ein europäisches Problem ist. Lassen Sie es doch mal bei Deutschland bleiben. Natürlich, ich meine damit, dass es eben keine Sonderrolle ist, die wir spielen, sondern das, was wir eben erleben, sind Ereignisse, die wir in anderen europäischen Ländern auch erleben. Wir haben ein Einwanderungsproblem, mit dem anderen Länder auch fertig werden müssen. Nur wir haben in Deutschland eben die einmalige Situation, dass wir ein Asylrecht haben, wie sonst kein anderes Land auf der Welt hat, sodass wir uns also eine Lage manövriert haben, in der es zu solchen Kurzschlussreaktionen kommt. Und hier ist eben die Frage nicht mal abzulenken auf Neonazi-Debatten oder sowas. Deswegen habe ich auch dagegen gestimmt, weil das ein Ablenkungsmanöver ist, sondern soll Stellung nehmen zu der Frage, wie man mit rechtsstaatlichen Mitteln einmal dieses Problem der Unsicherheit und einmal das Problem des unkontrollierten Asyls. Das machen wir noch, Herr Stein. Aber erstmal möchte ich von Herrn Zwerenz wissen, ob Sie, stimmt das? Sind das Nebengefechte? Ist das alles nur so eine Sache mit Asyl und so? Nazis gibt es eigentlich gar nicht? Kurzschlussreaktion? Nun, der Herr Stein ist natürlich jemand, der eben eine ganz besondere Art von Konservatismus predigt. Und er schlägt ja auch einen Bogen zu den Intellektuellen der Vor-Nazi-Zeit zurück, zum Beispiel zu Carl Schmitt. Und so wie dieser Mann dann in die Nazi-Partei gegangen ist und ein großer Nazi wurde, so fürchte ich, wenn wir dem nachgeben, dieser intellektuellen Verführung, dass das erste Mal in der Tat, und ich akzeptiere das, dass ich sage, Sie sind ein Rechtsintellektueller, etwas Neues in Deutschland, aber nichts Gutes, nebenbei bemerkt, ich muss sagen, ich kann nur davor warnen, weil wir genau diesen Kreislauf schon einmal durchgemacht haben. Von Leuten, von Intellektuellen der konservativen Rechten, die Weimar, die Republik, die Demokratie, den Pluralismus bekämpft und abgelehnt haben und die dann zum Dritten Reich geführt haben. Und wenn man dazu zurückgeht, ist die Gefahr des Vierten Reiches gegeben. Und davor muss gewarnt werden. Und das sind die Sturmtruppen des neuen Vierten Reiches, die man bei Zeiten in Schranken in die Schranken weisen muss. Kurz, Herr Lummer, und dann Herr Link. Ich finde das wirklich langsam sehr merkwürdig. Der deutsche Intellekt auf der linken Seite, der hat doch angesichts des Phänomens Kommunismus total versagt, total verkehrt eingeschätzt. Und wenn dann so eine Typen ankommen und so eine Sprüche kommen, kann ich das nicht mehr verstehen. Jetzt wären's, Herr Stein ist kein Typ. Bezogen auf die Frage, ich habe von Herrn Stein, Herr Lummer, ich habe muss von man Herrn doch einfach mal zunächst fragen, er ist doch ein Rechtsintellektueller, so wie Sie. Bei welcher Zahl spielt das eine Rolle? Wir wissen doch überhaupt gar keine Zahl. Und ich sage, wenn das gleiche Phänomen in Russland auftritt oder in Frankreich oder in der Tschechoslowakei, überall ist es ja vorhanden. Da sagt kein Mensch, dass Sie ein Nazi ist. Ja, kommt keiner auf die Schnapsidee, dass Sie irgendwas anderes ist. Sie sagen das nicht, das sind keine Nazis. Wir sagen schon, das sind auch Nazis. Nur sagen wir, wenn es in Deutschland geschieht, dann ist es unsere Sache. Und dann ist es beschämend für uns, weil wir das schon einmal durchgemacht haben. Das ist ja richtig, aber wenn die Frage ist doch, ob die Demokratie, in der wir leben, in der Lage ist, das erfolgreich zu bekämpfen. Und ich sage, muss ich kein Prophet zu sein, genauso wie wir das linke Phänomen früher gehabt haben, bis zum Terrorismus hin erfolgreich bekämpft, wird das auf der anderen Seite auch geschehen. Aber, nun füge ich hinzu, wir müssen einige Probleme lösen. Und die großen Parteien stehen im Moment alle links von ihren Wählern. Das ist doch die Realität, in der wir stehen. Deswegen rutschen die Leute nach rechts ab, weil sie irgendeine Problemlösung haben wollen. Die wird ihnen von irgendeiner verrückten Partei auf der rechten Seite versprochen. Das ist der Fehler. Die großen Parteien müssen die Probleme lösen, und zwar bald. Sonst werden sie das Phänomen haben, dass irgendwo rechts eine radikale, vielleicht sogar extremistische Partei wächst. Gut, kommen wir zu den Lösungsvorschlägen von Ihnen gleich. Herr Link, Sie wollten dazu auch noch kurz. Ich wollte sagen, es ist sehr fragwürdig, wenn Sie die Parallele zu Weimar ziehen. Ich glaube, das führt in die Irre. Das ist eine falsche Analogie. Die Situation ist ganz anders in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist nicht die entsprechende Unterstützung für Antisemitismus, für Rechtsradikalismus da. Und es hat auch gar keinen Zweck, wenn man alles in einen Pott wirft, wenn man also nationalistische Bestrebungen und so weiter dann etikettiert als Neonazis. Das führt nicht zu einer Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, sondern verhindert die Auseinandersetzung. Herr Ganschow, Ihnen gegenüber habe ich den Vorteil, dass ich das alles schon einmal erlebt habe. Herr Link, ich habe das alles schon einmal erlebt. Ich habe das Dritte Reich erlebt. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt in diesem Dritten Reich und ich wusste...
und ich musste fahnenflüchtig werden, um dieses Reich zu verlassen. Kameraden, Schwein! Jawohl. Nazis gehören bekämpft. Sie gehören damals bekämpft, sie gehören heute bekämpft. Nazis gehören immer bekämpft. Und wenn wir sie nicht bekämpfen. Ich habe von Weimar gesprochen. Von Weimar. Herr Ganschow, Weimar war der Vorhof des Dritten Reiches, wenn nein, Ihnen das als Professor noch nicht klar geworden ist. Und es ist die gleiche, ich sage nicht, dass es völlig das gleiche ist, es gibt Parallelen. Und es gibt zum Beispiel die Parallele, die Sie jetzt alle jetzt benannt haben, nämlich die seltsame Resignation der demokratischen Politik und Parteien im Anfang der 30er Jahre. Das müssen Sie doch sehen, das ist doch das, was Sie sehen. Herr Zwerenz, wir kommen jetzt mal zu den Problemlösungsmöglichkeiten, meine Herren. Ganz klar, Moment. Bevor wir hier im Studio zur dritten Runde, nämlich zur Problemlösung kommen, möchten wir von Ihnen wissen, was Sie für Probleme für richtig halten. Glauben Sie, wir brauchen härtere Gesetze gegen rechts? Dann wählen Sie bitte die Telefonnummer 0137 0051. Wenn Sie dieser Überzeugung nicht sind, wählen Sie bitte 0137 0052. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Bis gleich. Ich will Ihnen zunächst jetzt Peter Heim vorstellen. Er hat eine Studie darüber angefertigt, wie es zu dem neuen Rechtsradikalismus in den neuen Ländern kommt. Herr Heim, können Sie Ihre Ergebnisse kurz in 2, 3 Sätzen für uns zusammenführen? Das Ergebnis war gewesen, dass es bereits Mitte der 80er Jahre erste spürbare Tendenzen gab, die sich dann mit der Maueröffnung, naja, man kann sagen, kulminierten und sich immer deutlicher ausdrückten, bis sie zu einer Gewaltbereitschaft kamen, wie sie zum Beispiel die alten Bundesländer noch nicht kannten. Unbeschadet dessen kann man davon ausgehen, dass natürlich von Seiten der Rechten, ich darf Sie doch bitten, lassen Sie ihn doch ausreden, in den alten Bundesländern aktive Zuarbeit und Mitarbeit geliefert worden ist. Die haben sich quasi ergänzt und man sieht ja jetzt durchaus auch, dass die Militanz, die erst in den neuen Bundesländern stattgefunden hat, übergegriffen hat auf ganz Deutschland. Mhm. Herr Link, das sind also deutlich andere Ergebnisse, als Sie hier vorweisen. Nein, das sind keine anderen Ergebnisse. Dieses Potenzial ist da, diese Gruppen sind da. Ich setze sie nur in Relation zu der Mehrheit der Bevölkerung und verweise darauf beispielsweise, dass gerade nach den Gewalttaten eine Zunahme an Akzeptanz für die Ausländer feststellbar ist. Das zeigen Umfragen eindeutig. Also die deutsche Bevölkerung distanziert sich von diesen Vorgängen. Auch die Befürwortung des Asylrechts hat zugenommen nach diesen Ausschreitungen. Das zeigen die Umfragen eindeutig. Und das ist mein Argument, dass man nicht diese kleinen Gruppen von Gewalttätern als repräsentativ ansieht oder behauptet, sie würden in einem Milieu sich bewegen, das vergleichbar der Weimarer Republik diese Entwicklung unterstützt. Wenn wir jetzt wieder zu Weimar kommen, lassen Sie sich mal beim Heute bleiben. Nicht? Herr Zwerin, stimmt denn das, dass die Bevölkerung das zurückweist? Also ich kann mich so an Protestaktionen erinnern, Startbahn-West, da hat man sich nackt an Bäume gekettet. Was hier jetzt passiert, da ist ja gar nichts dagegen. Also wissen Sie, wenn ich ihm so zuhöre, dem Herrn Professor, dann sympathisiere ich mit ihm. Aber mir fallen, unendlich viele Ihrer Vorgänger ein, Wissenschaftler, die ebenso bagatellisiert haben. Ich sage nichts gegen die deutsche Bevölkerung. Ich sage nur, dass wir gefährdet sind. Ich sage nur, dass wir gefährdet sind. Und je mehr solche Dinge passieren, umso schwieriger wird es für uns, weil wir im Ausland auch Ausländer sind. Ich möchte gern leiser sprechen können, meine Herren. Wenn die Ausländer uns im Ausland so behandeln, wie wir jetzt hier Ausländer behandeln. So, meine Herren, okay, jetzt kommen Sie einmal dran hier und dann darf ich Sie bitten, dass wir unsere Diskussion hier weiterführen können. Also, nun, mit Ihrer relativ impertinenten Art und Weise, jetzt hier dazwischen zu fahren, sagen Sie uns jetzt mal direkt. Sie haben jetzt die Chance. Bitte. Ich habe ganz ruhig gesagt, dass ich im Ausland keine Sozialhilfe erhalte. Ich bin Gast im Ausland und ich bin kein Sozialschmarotzer im Ausland. Das unterscheidet mich von 97% der Scheinasylanten. Gut, das haben Sie jetzt bis zu Herrn Zwerenz hingeschrieben. Wir danken. Herr Zwerenz, ist das der Deutsche, den Sie meinen? Der hässliche? Ich
bin der Hässliche, ja, ja. Ich fürchte, er wird es noch werden, wenn er sich nicht ändert. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich habe noch Deutschland gekannt, als die Ausländer, die hier waren, Zwangsausländer waren, Zwangsarbeiter, Gefangene. Und mir sind die heutigen Ausländer tausendmal lieber als die Gefangenen und die Gastarbeiter und die Zwangsarbeiter im Dritten Reich. Ich bin stolz auf Deutschland, dass es Ausländer aushält. Mir können es gar nicht genug Ausländer sein. Ich bin für diese Ausländer und gegen diese Deutschen, die sich so rübelhaft narzisstisch benehmen. Ihr gehört ins Ausland abgeschoben. Herr Lohmann, lassen Sie mich diesen Punkt bitte aufnehmen von Ihnen dazu. Herr Lohmann, wenn Sie sagen, dass die Politiker mitschuld sind, weil sie versagt haben, ich meine, dann trifft Sie ja auch mitschuld hier an dem, was hier passiert teilweise, oder? Wenn man so will, ja, denn ich gehöre ja dieser Gruppe an. Aber ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich rechtzeitig auf die Entwicklung hingewiesen habe, vor 10 Jahren bereits. Und genau den Punkt gemeint habe, den Herr Zverenz angedeutet hat. Er hat gesagt, ich kann gar nicht genug von den Ausländern haben. Das geht nicht. Es geht um die Zahl. Die Deutschen sind nicht ausländerfeindlich. Aber wenn die Zahl zu groß wird, dass die Deutschen praktisch durch Einwanderung ihre Heimat verlieren, Herr Lohmann, durch Masseneinwanderung, jetzt haben Sie sowas überhaupt nicht zu sagen. Dagegen. Jetzt ist Solidarität Ihnen, mit den Ausländern was man wirklich machen muss, jetzt sagen Sie auch mal still, Herr Kollege. Jetzt muss man für die Ausländer sprechen. Wenn Gewalt angewendet wird, muss man die Gewalt bekämpfen. Was spricht denn für Sie gegen Solidarität? Reden, aber jetzt gegen nicht. Solidarität spricht doch überhaupt gar nichts. Aber man kann doch nicht einem Volk durch Masseneinwanderung die Identität nehmen. Das geht nicht. Und die große Zahl ist das wirkliche Problem. Wenn also Gewalt vorhanden ist, muss man sie bekämpfen mit der Polizei, verhindern, bestrafen, alles tun. Was heißt, aber man wenn? Muss auch die ist Ursachen sie, die ist beseitigen. Herr Luba, und die Ursachen sind doch heute, immer von dass wenn die Menschen ist vorhanden. In Deutschland das Gefühl haben, dass sie von außen überfremdet werden, dass sie in die Heimat weggenommen werden. Dass sie durch Rast werden, nicht das haben Sie doch gesucht als Wort, dass sie durch Rast werden. Nicht, dass sie das Wort, das ist nicht das Thema, das hat mit Rast im Grunde gar nichts zu tun. Herr Lohmann, Sie sprechen hier von der Zahl, als wären Sie sagen, es können gar nicht genug sein. Ich möchte Ihnen noch einen Gast hier vorstellen, Traugott Schmidt, Superintendent eines Ortes mit 300 Einwohnern, wo 500 Asylbewerber untergebracht worden sind. Herr Schmidt, haben Sie da ähnliche Szenen erlebt, wie sich das hier so abspielt? Also Herr Gracht, erstmal, ich bin aus Rudolstadt. Hat, aber Breitenherder gehört dazu. Zu Ihrem Bereich. Haben sich dort ähnliche Szenen abgespielt? Ich muss, bevor ich jetzt etwas sage zu Breitenherder, Folgendes ausführen. Und zwar das, was hier diskutiert wird, dass in den neuen Bundesländern so derartig viele Rechtsradikale sind. Möchte mal hinweisen auf Folgendes. In Rudolstadt gab es diese Demonstration. Die meisten kamen aus den alten Bundesländern. Und die waren gar nicht von uns. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die ganze Sache gelenkt und aufgepfropft war. Und jetzt nun zu diesem Ort Breitenherder. Da kann ich nur sagen, diese Leute sind nicht rechtsradikal, nicht ausländerfeindlich. Sie sind irgendwie positiv zur Sache. Allerdings eins, sie möchten nicht überfremdet werden. Ja. Herr Zverenz. Sagen Sie uns was dazu. Ein Ort, 300 Einwohner, 500 Asylbewerber, auch dieser Herr spricht von Überfremdung. Also wohlgemerkt nicht durch Rassung, wie Sie eben sagten. Ich habe ja jemanden zitiert. Ich weiß, ist mir durchaus bewusst. Lassen wir das, den Namen. Ich bitte Sie, in einer Situation, in der Ausländer verfolgt, verprügelt, verbrannt, totgeschlagen, ermordet werden, in einer solchen Situation weigere ich mich, irgendetwas über die Begrenzung von Ausländern zu sprechen. Zunächst einmal muss gegen diejenigen vorgegangen werden. Mein Herr, ich darf Sie doch bitten, noch einmal darf ich Sie zur Ordnung rufen, bitte. Ja, Sie erkennen an meiner Stimme, dass es mir durchaus ernst ist. Herzlichen Dank. Bitte, Herr Zverenz. Herr Zverenz. Zunächst einmal muss diese Regierung, die in Amt ist, dafür sorgen, dass die Ausländer wieder sicher bei uns leben können.
dann kann man über Begrenzungen, über Quoten, über alles sprechen. Aber über eins lasse ich jedenfalls nicht mit mir sprechen. Über die Veränderung des Wesensgehaltes des Grundgesetzes. Gut, darüber spreche ich nicht mehr. Darüber reden wir jetzt auch gar nicht, über das Grundgesetz. Herr Ganschow, Sie sind Politiker mit. Wir hatten unsere Zuschauer gefragt, nicht? Sind härtere Gesetze gegen rechts notwendig? Dann die Antwort, 24,3% sagen nein, 75,7% fordern härtere Gesetze gegen rechts. Ordnen Sie das mal ein für mich. Ja, kann ich. Ordnen Sie es mal ein. Kann ich dazu sagen, höre ich in diesem Fall auch zur Minderheit. Aus dem einfachen Grunde. Es haben angerufen 36.153 Zuschauer. So, ich will sagen, ich halte... Bitte, Herr Ganschow, lassen Sie nicht ablenken, die kennen Sie doch inzwischen. Ich halte härtere Gesetze für verkehrt. Ich denke, das bringt überhaupt nichts. Punkt 1, die Ursachen angehen und lösen. Zweitens, was... Herr Ganschow, lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Machen Sie mal raus. Das ist hier wie im Bundestag, immer durchreden. Ich sage einfach, wir haben Gesetze. Die stehen da. So. Und wenn wir jetzt diese Sachen bis zum Limit auch mal im Strafmaß anwenden, also die vorhandenen Gesetze dann auch so anwenden, dann können wir genau diese Sachen auch damit greifen. Es ist natürlich völlig daneben gegangen, wenn beispielsweise jemand in solcher Randale erschlagen wird und die Justiz sagt dazu, das war Körperverletzung mit Todesfolge. Aber irgendwas klappt doch nicht. Also wenn Sie sich hinstellen müssen als Bundestagsabgeordneter vor so ein Heim, ja, und selbst irgendwelche Skins mit Karateschlägen platt machen müssen, dann kann ja irgendwas nicht stimmen, oder? Also erstmal, ich habe dort nicht angegriffen, ich habe mich verteidigt. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall lag er dann auf dem Boden. Also ja, ich meine, irgendwer hat dann ja nicht richtig reagiert. Also ob das die Polizei oder sonst was. Es ist ganz einfach. Die Frage stand, er oder ich auf dem Boden. Also insofern war das für mich ziemlich einfach. Herr Karasek, andere Gesetze, was sagen Sie? Nein, die jetzigen Gesetze anwenden und solche Sendungen öfter machen, die Leute schreien lassen, dann wird die Mehrheit noch stärker für Ausländer. Das ist das beste Mittel. Ausschreien lassen. Moment, Herr Lummer. Herr Lummer, Sie sind gleich dran. Jetzt lassen wir eben Herrn Link noch jetzt zu Wort kommen. Ich will darauf hinweisen, dass die Gesetze angewandt werden. Nicht? Das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie sich den Verfassungsschutzbericht ansehen, da finden Sie auf mehreren Seiten aufgeführt. Bitte zitieren Sie den jetzt nicht. Der ist immer so unendlich lang. Ich zitiere nicht. Ich verweise nur darauf, dass unsere Gerichte die Straftaten verfolgen und ahnden und entsprechende Verurteilungen vornehmen. Das soll man zur Kenntnis nehmen. Man soll die Polizei stärken, damit sie vorgehen kann vor Ort. Das sind alles Maßnahmen, die man im Rahmen der bestehenden Gesetze durchführen kann und muss, würde ich sagen. Da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Man muss mit der Härte des Gesetzes vorgehen. Das Gesetz und die Gesetze reichen aus. Und wie gesagt, es wäre eine falsche Vorstellung, wenn man das Bild so zeichnen würde, als ob unsere Gerichte nicht dagegen vorgehen. Das ist jetzt falsch. Sind Sie zu lasch vorgegangen. Bis jetzt sind Sie so lasch vorgegangen. Und das hat seine Gründe. Was möchten Sie denn jetzt gerne? Richtig schön hart durchgreifende Obrigkeit oder was ist Ihnen denn nun recht? Ich erwarte von unserer Regierung und von denjenigen, die bestimmt sind, diese Kriminellen zu bekämpfen, erwarte ich, dass sie die Gesetze... Ich erwarte, dass sie die Gesetze erfüllen. Aber ich muss noch etwas anderes hinzufügen. Wir sollten nicht immer nur auf diese Jungs zeigen und wir sollten nicht so auf die Trübigen, auf die neuen Länder zeigen, auf die Verhältnisse. Wir haben allen Grund, auch auf uns zu zeigen. Es gibt einen seelischen, geistigen Vater Hitlers, das ist der Generaloberst Diedel gewesen. Ohne diesen Diedel hätte es Hitler nie gegeben. Er ist derjenige, der Hitler überhaupt gemacht hat. Nach diesem Diedel... Bitte sehr, Sie sehen es. Nach diesem Titel, das muss ich noch sagen können, nach diesem Titel ist heute noch eine Bundeswehrkaserne in Westdeutschland benannt. Ich nenne dies Narzissmus, Altnarzissmus und Neonazismus. Und wer dafür verantwortlich ist, der ist ein Jugendverführer. Gut. Hallo aus Berlin auf. Hallo, zu den Gesetzen möchte ich noch eine Sache machen, weil das, glaube ich, ein bisschen querläuft. Aber wirklich ganz die kurz. Die Gesetze, die vorhanden sind,
reichen im Prinzip aus, aber bessere Gesetze wären noch besser. Nur, diese Gesetze sollen natürlich nicht nur für rechts gemacht werden oder gegen rechts. Wenn, dann sind sie für beide Seiten gedacht. Für links damals haben wir sie doch schon alle. Notstandsgesetze. Damals, als wir die Gesetze forderten zur Bekämpfung des linken Terrorismus, haben die Liberalen und andere das nicht mitgemacht. Und wir sagen uns jetzt bei dem Rechten, dann machen sie es vielleicht mit. Aber wenn dann die Linken wiederkommen, werden die natürlich gegen die auch angewandt. Das wäre Herr Lummer, schönen Dank. Meine Herren, schönen Dank. 45 Minuten zum heißen Thema Nazis, Neonazis in Deutschland sind vorbei. Ich wette mit Ihnen, das wird nicht die letzte Diskussion zu diesem Thema gewesen sein. Ich kann auch Ihnen versprechen, dass dies nicht der letzte heiße Stuhl war. Am kommenden Dienstag schon sehen wir uns wieder. Bis dann.